schönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Moskau. Gucken wir uns einfach mal Moskau an. Nehmen euch da mit. Fahren anschließend zum Camping an einen See. Vielleicht verrate ich es euch noch, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Ihr wisst, da gibt es Geheimtipps und so. Die muss man sich auch ein bisschen geheim halten. Ihr habt wahrscheinlich schon von dem anderen Spot am See gesehen habt. Das vorletzte Video irgendwann. Auf jeden Fall, dass ihr dran wurde. Und dort werden wir nun endlich mal ein bisschen irgendwie hinbekommen, in der Hoffnung, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, unsere Roomtour drehen. Denn die habe ich euch jetzt schon so lange versprochen. Und immer wieder ist irgendetwas dazwischen gekommen. Okay, also, wir sehen uns gleich in Bad Moskau. Vielleicht auch noch auf Weg dorthin mal. Und, okay, das war's. Bis gleich. So, ihr Lieben, guckt euch das mal an. Drei Weiber in der See. Wir haben jetzt hier mal angehalten. Ich hoffe, man sieht es durch unsere schmutzigen Scheiben. So, hier haben wir eine Glaspyramide. Guck mal, wahrscheinlich kann man hier auch stehen. Ja? Okay, weiter geht's. Vollgeladen, wir haben jetzt das Wassertanksystem auch gefüllt, ja. Allerdings ist das Auto nicht voll betankt. Den Turm und schauen wir mal, was es von der Aussicht gibt. Auf dem Markt. Wir gehen jetzt mal zum Schloss. Wir waren gerade noch auf dem Polenmarkt. Habt ihr bestimmt gerade erkannt. Ja? Haben wir eine Kleinigkeit gegessen, eine Krakauer. Und jetzt gucken wir uns mal das Schloss in Bad Moskau an und ein Stückchen vom Fürstbückerpark. Und vielleicht geht es dann zur Belohnung noch Eis. Und zwar da hinten. Sieht man es wahrscheinlich, ich glaube im Kaffeekönig, da gibt es echtes Fürstbückler-Eis. Thank you.
Wir sind jetzt im Fürstpückler Park. Das ist ein riesengroßer Park. Den würden wir gern mal abwandern wollen. Aber da haben wir heute einfach die Zeit nicht dafür, dieses Wochenende. Aber vielleicht fahren wir hier nochmal her mit den Fahrrädern. Das soll sehr schön sein, habe ich mir sagen lassen. Und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Bevor es dann an den See geht. Aufbauen. Und heute denke ich, ein bisschen grillen, allerdings mit Gas. Ihr wisst, Waldbrandstufe ist nicht ohne. So, wir haben jetzt gerade ein Eis gegessen. Übrigens, wer sich wundert, dass ich das Kind trage, hat eine kleine Verletzung am Fuß. Kinder. Okay, und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Auto. Und dann denke ich mal, fahren wir auf den Platz, oder? Und dann zeigen wir euch mal den Spot. Dann gucken wir uns mal zusammen an. Vielleicht verrate ich ihn euch, vielleicht verrate ich ihn euch auch nicht. Und dann bis gleich. Und Jenny, du guckst doch nur auf dein Handy, hm? No. Hat das Eis eigentlich geschmeckt von Fürstpückler? Das war richtig gut. Ja? Ja. Aha. So, wir haben gerade uns entschlossen dazu, nochmal mit die Fahrräder hierher zu fahren. Das wird bestimmt spannend. Wir wollen uns den Park einfach mal angucken. Hier kann man super Rad fahren. Und denke mal, dann nehmen wir euch bestimmt wieder mit. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Rückweg von Bad Muskau und fahren jetzt auf den Campingplatz, wo wir unseren Stellplatz haben, also Campingplatz, ja, kann man vielleicht doch sagen, zu unserem Stellplatz. Und jetzt sieht es gerade ziemlich dunkel auf, aber wir hoffen mal, wir hoffen, dass wir noch im Trockenen aufbauen können. Und dann denke ich, soll alles klar gehen. Drückt uns die Daumen, dass wir trocken bleiben. So, ihr Lieben, wir sind da. Wir haben unseren Stellplatz bezogen. Direkt an Wassernähe.
Wir gehen uns jetzt mal das Wasser angucken, oder? Kommt ihr mit? Meine beiden Frauen, die bauen jetzt noch das Dachzelt auf, die machen noch die Fenster fertig und wir gucken mal nach dem Wasser. Guck mal, ey, Wahnsinn, oder? Es sieht zwar vom Wetter her gerade nicht ganz so prickelnd aus, aber schauen wir mal. So, wir sind auf dem See. Hinter uns, guck mal. Seht ihr die Berge? Notfalls zoome ich es mal beim Schneiden mit ran. Wahnsinn, oder? Guck mal da hinten. Ich paddel mal rum. Da hinten seht ihr jetzt gleich unser Auto. Da ist es. Genau. Und hier haben wir jetzt gleich nochmal hinter mir. Kommt es gleich? Eine Insel. Ah, die hat nicht zwei Berge. Okay, wir fahren wieder zurück, weil ich habe den Eindruck, das Boot lässt Luft, weil wir hatten hier ein Loch drin. Das haben wir vorhin geflickt. Eigentlich sollte es jetzt dicht sein, aber wir lassen uns mal überraschen. Wir wollen ja nicht untergehen. Weil das Kind hat eine Schwimmweste an. Ich müsste zurück, weil es nicht weit geht. Es geht auch relativ flach rein, muss ich sagen. Und da drin ist automatisch. Das ist aber halt ganz schön reingegangen. Da hinten ist auch noch ein See. Ein toller See. Hier am Quitzdorfer See. Fahrt da mal hin, wenn ihr das könnt. Das ist ein Geheimtipp. Vielleicht verrate ich euch, vielleicht auch nicht. Okay, also dann bis zurück. Jetzt aber alle an die Ruder! Geiler See, oder? Wahnsinn! Wir werden jetzt erstmal langsam was zu essen machen. Und vielleicht fahren wir dann noch mal eine Runde. Wir machen nur eine Nacht. Diesmal, dem Kind ging es nicht gut. Haben wir es ein bisschen verkürzt, trotzdem gefahren, weil es nicht so weit ist. Aber ist ein geiler Spot. Verdammt gut. Kann ich nur empfehlen. Wir werden auf jeden Fall wieder hierher kommen. Da hinten gibt es noch eine Insel. Da werden wir auf jeden Fall noch mal hinbogen. Allerdings haben wir gerade ein Loch im Boot. So. Und da müssen wir mal gucken, ob das wirklich tatsächlich dicht hält. Und dann fahren wir da vielleicht noch mal hin. Heute oder auch morgen erst oder vielleicht auch beim nächsten Mal. Okay, dann werden wir jetzt erstmal was essen. Und ich zeige euch ein paar Sequenzen davon. Gibt nichts Besonderes. Wahrscheinlich auch nicht zwingend Vegetarierfreundlich. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall. Okay, macht's gut. Bis später. Ciao. Jetzt fertig mit unserer Roomtour, die wir gerade gedreht haben, haben noch ein kleines Q&A gemacht dazu. Guckt mal rein. Vielleicht ist es schon hier unten im Video.
hier unten vielleicht im Video. Blende ich mal mit ein. Die Roomtour. Außer dieses Video kommt vielleicht eher, was ich nicht glaube. Ich will ja euch die Roomtour zeigen. Oder wollt ihr euch die Roomtour zeigen? Oder wir wollten euch die Roomtour zeigen. Genau. Die du ja schon lange versprochen hast. Die ich schon ganz lange versprochen habe. Wir aber nie dazugekommen sind. Und jetzt deswegen die im Halbfinstern gedreht haben. Und wir jetzt bei diesem Panorama draußen sitzen. Und ja, tut uns leid für dieses Plattenbauambiente hinter uns. Wie sehen denn Sie? Für diesen schönen romantischen Blick, die Schwäne im Hintergrund. Die kommen dann auch noch auf ein Bierchen rum bestimmt, wie es scheint. Die waren eigentlich heute noch nicht hier zu sehen. Aber genau. Naja, wie sagt man immer so schön, Schwan gehabt. Aber ja, hier am Quitzdorfer See ist es einfach nur toll. Super Stellplatz. Meldet euch mal, wenn ihr da hinfahren wollt, bei der Finnhütte. Und wenn ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt, dann bleibt es nach wie vor ein Geheimtipp. Da lacht sie. Nicht, dass dann hier alles voll ist, weil jeder diese Videos gesehen hat. Zum Glück guckt unsere Videos nur ein geringer Teil. Das sollte sich das in Grenzen halten. Aber sehr schön. Damit lassen wir den Tag jetzt ja ausklingen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh nochmal zum Kaffee kochen. Vielleicht gehen wir noch eine Runde schwimmen. Unser Boot hat ein Loch. Aktuell habe ich es nochmal geflickt bekommen. Morgen werde ich es nochmal aufblasen, aufpumpen und nochmal eine Runde rausfahren. Ich würde gerne mal zu der Insel paddeln. Mal sehen. Entweder sehen wir uns auf der Insel oder auch nicht oder auch gar nicht mehr. Oder also, Seenot. Im Seenot, ja. Kann man so ein Survival-Tutorial draus drehen. Also, aber wer hatte das? Also Survival-Martin hatte jetzt so, ja. Also, der Survival-Martin hatte doch mal mit einer Rettungsinsel was gemacht. Ja, das war ein bisschen. Okay, dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Bis später. Wow, guten Morgen. Wahnsinn, oder? Es ist immer wieder schön, in Schweden aufzuwachen. Ach nee, ist ja doch nur Sachsen. Aber trotzdem schön, oder? Wir machen Frühstück. So, bei uns gibt es jetzt erstmal Brötchen, Leim, Kaffee. Und eigentlich, ja, baden wir dann nur noch ab. War ein sehr kurzer Ausflug, aber eine verdammt gute Gelegenheit, mal wirklich diese Stellplätze hier kennenzulernen. Wunderprächtig. Wir fahren hier auf jeden Fall nochmal hin. War sehr gut. Kann ich nur empfehlen, gebt mir Daumen. Und wir sehen uns dann vielleicht später nochmal. Oder das war's mit dem Video. Bis dahin. Ciao. Oder bis später. Später. So, ihr Lieben. Wir gehen noch eine Runde aufs Wasser. Wir sind jetzt hier gerade noch eine Runde am Paddeln. Wir haben noch mal das Boot geflickt bekommen. Ich
traue mich allerdings noch nicht, bis zur Insel zu fahren. Ja, wir werden mal schauen, wir bleiben noch ein bisschen im Uferbereich. Vielleicht fahren wir dann noch mal eine Runde gucken. Genau, da hinten die Insel, da sehen Sie wahrscheinlich. Da. Genau. Und guck doch mal, wie weit man hier, irgendwie da gekommen. Da hinten. Oder? Ist das nicht geil hier? Leute, wir kommen auf jeden Fall noch mal hin. Und wahrscheinlich länger. Und davor werden wir sicherlich einen Stopp in Bad Muskau machen. Also die Fahrräder mitnehmen und dort einfach mal den Park erkundschaften. Okay, wir paddeln jetzt noch ein bisschen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Da sehen wir uns wieder. Und spätestens sehen wir uns in den Nestalpen, denke ich. Das Video wird hier noch davor kommen, denke ich. Ich muss ein bisschen Puffer machen. Wenn ich eine Ruhe Zeit habe, die Videos von den Nestalpen und Ligurien zu schneiden. Und Gardasee wird auch dabei sein, wenn ich mache. Ein bisschen Österreich. Seid gespannt! Wir machen noch mal einen kurzen Abstecher nach Bauhützen. Irgendwie treibt uns der Hunger gerade hierher. Vielleicht zeigen wir euch noch eine Kleinigkeit von Bautzen, wenn wir das Schöne sehen. Jenny, find mal ein bisschen, wie wir hier durch die Gässchen fahren. Bautzen ist eine sehr schöne Stadt. Auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Vielleicht, ja, wer es mag, kann sich das gerne mal angucken. Vielleicht machen wir irgendwann auch mal ein Video drüber. Vielleicht so in den Wintermonaten oder so. Genau. Okay, dann bis gleich. Jenny, trinkst du etwa Bier? Was sind das für welches? Honigbier. Oh, jetzt hast du das Etikett hier angezeigt, da muss ich wieder pixeln.